So, willkommen zurück im T-Shirt. Wir befreien jetzt irgendwie eine deutsche Stadt von den Amis. Der macht keinen Bock mehr! Als Panzer sollte man zwar eigentlich nicht stehen bleiben, aber na gut. Aus der Entfernung ist das schon mal wesentlich angenehmer. Wir haben es geschafft! Hey, noch immer fallen die um und sind tot? Das sind so viele Herren im Himmel. So viele! Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. Scheiße! German! Der Schuss ist abgeprallt! Kriegen wir den noch? Oh, Kacke. Gar nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Herr Kerz.
Huiuiui, ab zum Zugdebüt. Und wir sind hier ganz alleine. Das sagt ja schon wieder alles aus hier. Da lang oder hier rüber? Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott nochmal. Sie sind so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Der ist doch gleich weg, ey. Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht! Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz! Bringen Sie uns raus hier! Wir können doch Hartmann nicht hier lassen! Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz.
Na gut. Dann waren wir jetzt nur noch drei. Was ballert denn da noch? Ach da! Scheibenpanzer! Mit Raketen! Von wo ist... Ach, da ist noch einer. Lol. Der Schuss ist abgeprallt. Oder, nochmal. Alles erledigt. Ob ich theoretisch da oben landen könnte? Schade. Das... Melde volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Das wäre natürlich jetzt... Kann er nicht einfach Ja sagen? Echt eklig gewesen, wenn wir jetzt da zerstört worden wären. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Ne, oder? Ach du Scheiße. Mit 19 Schuss, na klar. Und außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Oh, sehr schön.
Naja. Was haben wir hier Feines? They're gonna need to rebuild around here, that's for sure. I just try not to think about it myself. You'd be fooling yourself if you didn't think things are already a bit different. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier wieder in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.